Mein Name ist Siegbert Röse und ich melde mich hier aus dem Zentrum allen Übels aus Brüssel. Liebe Landsleute, liebe Sachsen, heute ist in Dresden das passiert, was hätte nicht passieren dürfen. Es ist in Dresden die Carola-Brücke eingestürzt. Nun kann man über die Ursachen sicherlich forschen, das werden die Ermittlungen herausbringen. Aber eins ist jetzt schon klar. Erstens gibt es in Dresden einen grünen Baubürgermeister, der vom Beruf her Soziologe ist. Also das ist sicherlich eine der Ursachen, also keine Fachkräfte an den entsprechenden entscheidenden Positionen. Aber was für mich viel schwerer wiegt, ist, wie kann es sein, dass wir heutzutage so viel Geld an deutschen Steuerzahlergeld nach Brüssel überweisen und unsere Infrastruktur geht kaputt. Also wir sagen ganz klar, viel weniger Geld für Brüsseler Eurokraten, sondern viel mehr Geld für die deutsche Infrastruktur, zu denen eben auch Brücken zählen. Mein Name ist Siegbert Röse, ich bin hier in der ESN-Fraktion, der verkehrspolitische Sprecher für unsere Fraktion, wo auch die Alternative für Deutschland Mitglied ist. Und im Übrigen bin ich der Meinung, Deutschland kann es nur besser gehen, wenn die Alternative für Deutschland in Regierungsverantwortung kommt.